Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich wollte mal heute ein Minecraft-Tutorial machen, darüber, wie man Welten sich downloaden kann und die dann in Minecraft einfügen kann. Als erstes braucht man ja erstmal eine Welt. Ich habe jetzt einfach mal Gronks Welt genommen, bis Folge 800, glaube ich. Und ja, den Download-Link stelle ich euch in die Beschreibung. Da könnt ihr dann einfach draufklicken oder halt kopieren und dann einfügen. Dann kommt ihr hier zu der Seite Mediafire. Ja, und die könnt ihr dann hier einfach auf Downloaden klicken und dann halt eben speichern unter und dann downloaden, ganz normal. Das habe ich jetzt schon getan. Hier ist die Welt von Gronkh. Und jetzt fügen wir die dann noch ein. Dazu müsst ihr wieder auf Ausführen gehen, da Prozent App Data Prozent eingeben, dann auf OK klicken. Dann kommt wieder der Roaming-Ordner, dann im Punkt Minecraft und dann müsst ihr in den Ordner Saves gehen. Da sind schon alle Welten, die ihr bis jetzt erstellt habt, drin. Da zieht ihr jetzt einfach die gedownloadete Welt von Gronkh oder die ihr halt eben gedownloadet habt, da rein. So, und das war es eigentlich auch schon. Jo, jetzt ist die Welt in Minecraft drin und ich zeige euch noch eben, wie das dann in-game aussieht. Also, bis gleich. Ja, da bin ich auch wieder und jetzt sind wir in-game. Also, ihr geht dann halt eben auf Einzelspieler und da seht ihr auch schon Gronkhs Let's Play Welt. Ausgewählte Welt spielen und dann habt ihr die Welt schon gedownloadet. Jetzt baut sich die Welt hier auf und ja, bei mir laggt es jetzt noch etwas, weil ich noch ein paar andere Programme gerade am Laufen habe. Und ja, hier seht ihr halt eben auch diesen Lagerraum. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.